Schön, dass ihr wieder dabei seid bei World of Tanks. Und zwar mit dem E100 oder hier in dem Fall der getauften Lotti. Flugplatz, ich wollte schon Flugfeld sagen, ist die Karte. Und ja, gespielt wird hier von Samsu 64, das Endstück der deutschen Panzerlinie, eben der E100. Der E75 ist schon gut. Aber der E100 ist einfach ein Monster. Wirklich ein sehr, sehr starker Tier 10 schwerer Panzer für Liebhaber von schweren Panzern. Ein Musterstück, muss man ja schon fast sagen. Also, ich finde ihn sehr cool. Mir macht er immer sehr viel Spaß. Und die Kanone ist natürlich, wenn sie dann durchkommt, ein absoluter Genuss. Wir gucken uns mal die Werte an. 235 wird normal. 334 mit Premium und mit HE, dann kann man ein bisschen trollen, weil da ist der Schaden dementsprechend hoch. Also da macht es auch ab und an mal Lust und Spaß, den Gegner ein bisschen was rauszuschießen. Und gerade für so einen T49 der ideale HE-Gegner. Na gut, oder auch nicht. Der ist nämlich schon weg. So, wir haben keine Gegner-AT. Doch, eine, das Objekt 261. Dann würde ich hier diese Stellung nicht unbedingt wählen, weil da hält die AT immer sehr gerne rein. Mal schauen, wie er sich da jetzt positioniert. Da sind schon die ersten Gegner, aber noch nichts Zwingendes hier in der Bewegung. Beziehungsweise sie versuchen hier auf der anderen Seite dann da eher aktiv zu werden. Der M103 bekommt schon ordentlich auf die Schnauze. Hat auch schon scheinbar den AT-Hit abbekommen, weil mit dem Schaden. Boah, das ist schon beachtlich. Der ST E100. Und er wartet hier noch ein bisschen ab. Wobei, wenn der Gegner mal geschossen hat, dann könnte er ruhig versuchen, mal einen draufzugeben oder oben aufs Objekt. Na, jetzt hat er eher schlecht auf den ST geschossen. Dass da der Abpraller kommt, war klar. Ei, Karamba, da ist er offen. Der E5 ist hier dann etwas mutiger. Würde ich jetzt sagen, könnte ein bisschen anders spielen, ein bisschen mehr anwinkeln, ein bisschen mehr mit dem Panzer spielen. Aber naja, da kommt dann halt auf einmal so ein KV-4 entgegen und den kann man dann mal schön eine drücken. So, der E100, da prallt der E100 an ihm ab, aber auch umgekehrt. Da hätte er unten auf die Front. Auf die untere Frontplatte schießen müssen, dann hätte er nämlich deutlich bessere Chancen gehabt, durchzukommen. Der M103 zerlegt den anderen M103 im Hintergrund. Da muss er eben aufpassen, wie gesagt, meines Erachtens, da hält die Arti drauf. Ja, der war schön. Oben auf die Kommandantenkuppel hat er gut gemacht. Sehr schöner Hit, so soll es sein. So, und was ist denn da noch? Ein T57 Heavy. Ja, den kann man doch auch mitnehmen. Ja, der sollte gut klappen. Sehr schöner Hit. 772 Schaden. Und das ist halt einfach so, die Kanone macht halt ordentlich, ordentlich Rabatz. Lasst mir nichts Falsches sagen, aber der Reload ist so um die 15 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche. Leider ist beim Replay so, dass er die Sekundenanzahl, aber so um die 15 dürften sein. So, und da ist jetzt da unten. Ja, genau da. Perfekt. So geht es richtig. Der gegnerische E100 hat auch getroffen, hat allerdings aber die kleine Kanone drauf. Dementsprechend nur 471 Schaden. Sogar ein bisschen weniger als eigentlich mit 490 die Werksangabe. Oh, jetzt kommt der T57 da rum. Der will jetzt den 120er wahrscheinlich. Aber da hat er wenigstens hier noch schnell eine von ihm bekommen. Jetzt ist er hier oben aber ziemlich alleine. Zumindest
nach hinten. Da oben stehen noch zwei, aber die achten nicht auf ihn. Und nach unten, da hat er gar nichts mehr. Also da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, dass seine Teampartner hier das so ein bisschen unter Kontrolle haben, dass sie auf die Seite achten. Aber sie achten wenigstens nach unten. Und vielleicht kommt der T-57 da ja doch noch so weit, dass er den beschießen kann. Sein Team capped auf jeden Fall schon mal. Jetzt tastet er sich langsam nach vorne. Will auf den M103, aber wie gesagt, zu weit dann auf einmal. Ja genau, passiert das, dass der T-57 da steht. Er verschießt, der T-57 prallt ab. Kette die nochmal, prallt nochmal ab. Ne, beziehungsweise der kommt durch. Und jetzt prallt er nochmal ab. Jetzt wäre aber, hätte er keine Schuss mehr im Magazin. T-57, glaube ich, hat so irgendwas Mitte 20 Sekunden. Also von dem her, den dürfte er jetzt rausnehmen. Macht er auch sehr gut. Jetzt fahrt er auf ihn drauf und nimmt ihn raus. Sehr schön. Das war jetzt gut, dass er da nachgesetzt hat und ihn da ein bisschen Feuer unter den Hintern gemacht hat. So, da ist noch eine Isu. Die macht auch an so einem E100 ein bisschen Schaden. Ja. Aber er macht halt auch an der Isu sehr viel Schaden. Dementsprechend weg ist sie. Und jetzt, da der KV-4, der bietet sich ja schon, der bietet sich ja förmlich an, dass er da sagt, nimm mich. Ja, und er nimmt ihn. So. Der 100 von oben jetzt mit... Oh nein, das war das Objekt seitlich. Hier von da drüben. Die Arti also hier hinten auf der Position stehend. Das hat er nicht so auf dem Schirm. Die lässt er jetzt aber dann da eher mal stehen. Und so kommt er nicht durch beim... Oh, super Schuss. Ja, super Schuss. Mit viel Glück, muss man auch sagen. Aber sehr schöner Schuss. Hätte ich mir jetzt nicht zugetraut. Muss ich jetzt ganz klar auch sagen. Aber man lässt sich doch gern mal überraschen. 5 Kills hat er. Kriegt er noch den Krieger? Oder bleibt es dabei? 2 Gegner hat er noch. Einmal die Arti, die ja schon offen war. Und einmal den M103. Die Arti wird wahrscheinlich vom E75 zerstört. Ne, E75 hat meines Wissens oder meines Erachtens verschossen. Er selber konzentriert sich, aber jetzt ist er weg vom Conqueror. Er selber konzentriert sich meines Erachtens da auf den M103. Jetzt ist er im One-Shot-Bereich. Und da braucht er noch ein bisschen Gun Depression. Komm. Und er macht den Kill. Sehr schön. So soll es sein. Da macht er den Kill mit dem E100. 6216 Schaden. Panzerass, wie soll es anders sein? Und den Krieger. Sehr schön. E100, ein tolles Gerät. Und mich würde mal interessieren, welchen 10er schweren Panzer findet ihr denn am besten im Spiel? Von dem her, lasst mir die Kommentare da. Bis bald, euer Alcaramba.